ihre vier Kinder über alles. Sari Dingfelder-Gilott. Ihr Theo ist 4 Jahre, Josephine 5. Die zwei kleinsten, Mathilda 2 und Helene knapp 1. Die 37-Jährige ist eine moderne Frau, die mit ihrem Mann in der Großstadt wohnt und überhaupt kein Bedürfnis verspürt, ihre Kinder in eine Fremdbetreuung zu geben. Also bei uns kamen ziemlich schnell hintereinander die Kinder. Und ich bin auch ein Familienmensch, also ich kann das gut mit Kindern. Und dann war das irgendwie gleich klar für uns beide, ich bleib zu Hause. Wir hatten auch den Luxus, uns leisten zu können, und wir sind glücklich damit. Ja. Familie Gilott entscheidet sich also bewusst gegen eine staatlich geförderte Kinderbetreuung. Daher kann sie jetzt Betreuungsgeld beantragen. Wie viele Familien in Deutschland ebenfalls diesen Zuschuss anfordern werden, ist noch nicht klar. Anspruch haben Eltern aber für unter Dreijährige, die nach dem 31. Juli 2012 geboren sind. Ab dem 15. Lebensmonat für maximal 22 Monate. Erst gibt es 100 Euro monatlich pro Kind, ab kommendem Jahr 150. Allerdings wird das Betreuungsgeld auf verschiedene andere Leistungen angerechnet, beispielsweise Hartz IV. Erst kurz vor knapp sind in vielen Bundesländern die Antragsformulare zur Verfügung gestellt worden. Im rot-grün regierten Rheinland-Pfalz beispielsweise erst vor wenigen Tagen. Dort will man auch nicht gezielt dafür werben. Dagegen im CSU-regierten Bayern wurden die Anträge aktiv an Familien verschickt. Das Betreuungsgeld halte Eltern davon ab, ihre Kinder in Einrichtungen zu bringen, sagen Kritiker. Vor allem für Kinder aus sozial schwachen oder Migrantenfamilien sei das aber besonders wichtig für deren Entwicklung. Viele Pädagogen lehnen daher das Betreuungsgeld ab. Weil es für die Kinder einfach wichtig ist, im Umfeld mit anderen Kindern zusammen zu sein und zu lernen, weil sie so auch ihre Fähigkeiten ausbauen können. Also Kinder lernen sehr viel von Sehen und Nachmachen. Es gibt gewisse Sachen, die können Eltern ihren Kindern nicht beibringen, weil sie es ihnen vielleicht nicht vormachen können. Und mit den anderen Kindern zusammen in den Kitas lernen die Kinder einfach schneller. Auch für Frauen setze das Betreuungsgeld falsche Anreize. Sie würden so möglicherweise länger vom Arbeitsmarkt ferngehalten. Wegen 100 Euro mehr im Monat bleibe doch keine Frau zu Hause, ärgert sich Sari Dingfelder-Gilott über diese Vermutung. Also ich fühle mich schon manchmal ein bisschen diffamiert, weil ich zu Hause bleibe und das frei so gewählt habe. Und es eigentlich von der Politik her, denke ich mal, gewünscht ist, dass Frauen schnell wieder in den Beruf zurückkehren. Von daher geht es natürlich ein bisschen in die Richtung so, aber es hat mich nicht so tendiert. Sie würde auch ohne Betreuungsgeld ihre Kinder zu Hause versorgen wollen. Für sie sei das einfach die richtige Lebensentscheidung.